Bereits zum 16. Mal hat Extra ETF zusammen mit der Börse Stuttgart die begehrten ETP Awards 2024 an die ETF-Szene in Deutschland vergeben. Und welche Anbieter auf dem Siegertreppchen gelandet sind und welche ETFs dieses Jahr ausgezeichnet wurden, das erfährst du heute in diesem Video. Viel Spaß! So, endlich konnten wir unsere beliebten ETP Awards 2024 verleihen, und zwar vergangenen Donnerstag in Frankfurt im Rahmen einer feierlichen Präsentation. Und diese Awards konnten wir natürlich nicht ohne eure Unterstützung verleihen, denn dieses Jahr haben 13.000 Teilnehmer an der Online-Umfrage teilgenommen und diese Stimme ergänzt perfekt unsere Jury-Stimme, die ja auch die ETF-Anbieter und die Broker und so weiter dann entsprechend mit bewerten. Insgesamt ist also ein rundes Ergebnis geworden, und welche Anbieter jetzt wirklich gewonnen haben und welche sich in den jeweiligen Kategorien durchgesetzt haben, das schauen wir uns jetzt im Folgenden an. So, du siehst hier eine Grafik mit den jeweiligen Kategorien. Als ETF-Anbieter des Jahres wurde iShares mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Als bester Anbieter Nachhaltigkeit, diese Auszeichnung ging an Amundi. Dann haben wir den besten Anbieter Themen-ETFs, das ging an den Anbieter FunEgg. Bester Anbieter Krypto-ETPs ging an 21Shares. Und die Publikumspreise beste ETF-Direktbank, das ging wie in den Vorjahren an die Comdirect, ganz dicht gefolgt von Trade Republic und Scalable Capital. Und die beste Online-Vermögensverwaltung, auch diesen Preis konnte die Comdirect für sich vereinen. Und auf den Plätzen 2 und 3 liegen Scalable Capital mit ihrer Online-Vermögensverwaltung, wohlgemerkt, und der digitale Vermögensverwalter von Quirion. Also du siehst, eine Menge Preise haben wir ausgezeichnet, und iShares freut sich natürlich ganz besonders über seine Auszeichnung. Und ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, David Weniger vom ETF-Anbieter iShares hier nach München zum Gespräch einzuladen. Wir haben natürlich gefragt, wie sie sich freuen über die Auszeichnung und wie wichtig diese Auszeichnung für iShares ist. Aber was David jetzt genau gesagt hat, da schalten wir jetzt am besten mal ins Interview. Seht selbst. David, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid dieses Jahr wieder ETF-Anbieter des Jahres geworden. Was bedeutet der Titel für euch? Ja, vielen Dank, Markus. Die Auszeichnung nehmen wir natürlich gerne entgegen. Und ich kann dir sagen, die Freude ist wirklich sehr groß. Und uns bedeutet der Titel wirklich auch sehr viel. Und entsprechend haben wir auch in diesem Jahr den Awards auch wieder entgegengefiebert. Ich glaube, für jeden Anbieter sind die Awards Jahr für Jahr so eine Art Standortbestimmung in einem Markt, der sich sehr dynamisch entwickelt, der sehr rasant auch wächst und wo natürlich auch der Wettbewerb sehr groß und auch sehr stark ist. Insofern ist es schön, hier auch mal ein Feedback von einem breiten Publikum zu bekommen und zu wissen, wo man steht. Und für uns ist der Award auch jedes Jahr wieder eine Motivation und ein Ansporn, sich weiterzuentwickeln, akribisch weiterzuarbeiten und zu sehen, dass wir unsere Services und unser Angebot kontinuierlich verbessern. Ja, Service hast du gerade angesprochen. Da habt ihr ja auch abgesahnt, Service und Produktpalette. Ich meine, als Marktführer muss man da natürlich auch die Latte natürlich entsprechend hochstellen, ne? Ja, auch das hat mich ganz besonders gefreut, weil ich glaube, dass diese zwei Kategorien letztlich auch für die Kundenerfahrung ganz, ganz wichtig sind. Bei dem Service ist es natürlich so, dass es unser Ziel ist, dem Anleger die Informationen zu geben, die er braucht, um eine gute Investitionsentscheidung zu treffen. Und da steht natürlich ein großes Team bei BlackRock dahinter, von Marketing über Vertrieb bis hin zu den Kollegen, die auch die Hotline betreuen. Und wir wollen natürlich den Kunden nicht nur gute Produktinformationen geben, sondern auch Informationen zu den Märkten, zu Portfoliokonstruktion, um mit Tools versorgen, die er braucht, um vielleicht auch gewisse Simulationen vorzunehmen. Ich glaube, unser Sparplanrechner ist da ein gutes Beispiel. Und was die Produktpalette betrifft, ich glaube, da sind drei Punkte wirklich entscheidend. Das ist zum einen ein umfangreiches Angebot. Ja, wir haben ja hier in Deutschland mittlerweile mehr als 600 ETFs inklusive Anteilsklassen auch im Angebot, weil wir natürlich auch ein breites Kundenspektrum bedienen wollen, von den institutionellen Kunden, den Pensionskassen, den Vermögensverwaltern bis hin zum kleinen Sparer und Privatanleger. Und hier sind einfach die Bedürfnisse und die Interessen ganz unterschiedlich. Und hier wollen wir einfach jedem Investor Choice, also Wahlmöglichkeiten geben. Das zweite ist eine konstant hohe Produktqualität. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine konstant stabile Tracking-Qualität haben, dass wir die Indizes sauber nachbilden, aber auch, dass der Kunde eine positive Handelserfahrung hat, wenn er das Produkt kauft, aber auch, wenn er es wieder verkauft. Und das dritte ist dann das Thema Innovation. Ich glaube, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass wir unsere Palette kontinuierlich auch ausgebaut haben und Anlegern Zugang
zu Segmenten und Bereichen gegeben haben, die bis dato eigentlich versperrt waren. Unsere iBonds sind ein ganz gutes Beispiel. Also die Laufzeit-ETFs auf der Rentenseite, die auch nochmal ein Quantensprung waren. Ja, da ist auch in den letzten Jahren natürlich einiges passiert. Und ein ETF, den gibt's auch schon länger, der ist sogar zum ETF des Jahres gewählt worden. Also ich habe wirklich gut abgesahnt dieses Jahr bei den ETP Awards. Das ist der iShares S&P Information Technology Sector ETF. Warum glaubst du, dass der jetzt von den Nutzern und Teilnehmern unserer Studie und unserer Umfrage zum ETF des Jahres gewählt wurde? Ja, ich glaube, der ETF hat dieses Jahr vielen Anlegern viel Freude bereitet. Wenn es ja ein Thema dieses Jahr an den Börsen gab, um das man nicht herumgekommen ist, dann war das das Thema Technologie, KI, künstliche Intelligenz, viele sagen ja auch AI. Und der ETF steht stellvertretend für dieses Segment, für diesen Bereich und hat für viele als ein Proxy gedient, um dieses Thema zielgerecht einzufangen und mit ins Portfolio zu nehmen. Und von daher ist das, glaube ich, ein würdiger Gewinner, der super in dieses Jahr auch gepasst hat. Ja, ich mag diese Kategorie ja immer besonders gern, weil die ETFs auf diese Liste kommt ja immer durch unsere Jury. Und da ist das auch immer ein schönes Spiegelbild, immer was so im letzten Jahr passiert ist. Und jeder hat da so eine andere Sichtweise drauf. Und wenn dann die Liste steht, die Nominierungsliste, dann ist es natürlich dann immer noch umso spannender, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Und da wünsche ich euch natürlich viel Glück, beziehungsweise ich beglückwünsche euch sehr, so muss man sagen. Und wünsche euch noch viel Erfolg in der Zukunft. Vielen Dank, Markus. Danke. Und wenn ich David hier schon mal bei uns im Studio habe, dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, ihn auch noch mal länger zu der Entwicklung des ETF-Markts in Deutschland und in Europa zu befragen. Und wenn dich die Ansichten des Branchenführers in diesem Bereich interessieren, dann solltest du nächsten Sonntag auf jeden Fall noch mal reinschauen hier auf dem Kanal von Extra ETF, denn dann werden wir das Video veröffentlichen. Aber wir haben ja nicht nur ETF-Anbieter, Direktbanken und digitale Vermögensverwalter dieses Jahr ausgezeichnet, sondern vielleicht noch für dich viel interessanter einzelne ETFs in verschiedenen Rubriken. Und welche ETFs jetzt in welcher Rubrik gewonnen haben, das schauen wir uns jetzt im Detail an. In der Rubrik ETF des Jahres hat der iShares S&P 500 Information Technology ETF gewonnen. Der ETF verwaltet 9,1 Milliarden Euro und investiert, wie der Name schon sagt, in amerikanische Technologieaktien, insgesamt in 69 Aktien, aus denen setzt sich der Index bzw. der ETF dann eben zusammen. Aber man muss auch sagen, dass die Top 10 Holdings 75% machen. Und wenn man sich die Top 10 Holdings mal genauer anschaut, dann sind das Werte wie Apple, Microsoft und Nvidia, die zusammen rund 60% dieser Top 10 Holdings ausmachen. Also du siehst, mit diesem ETF hast du schon ein sehr, sehr konzentriertes Investment auf diese drei Aktien. Aber die sind ja auch im vergangenen Jahr sehr, sehr gut gestiegen. Mit dem ETF konntest du da eben in dieses Portfolio dann investieren, zu niedrigen Kosten. Und das hat eben dazu geführt, dass die Performance dann bei 56% lag. Und ja, ich würde sagen, das ist ein würdiger Vertreter in der Kategorie ETF des Jahres. Er hat eine super Performance gehabt, er hat nennenswerte Mittelzuflüsse gehabt und ist auch vom Zeitgeist her perfekt positioniert gewesen. Ein Produkt, was man für die Marktphase der steigenden Technologieaktien hervorragend eben einsetzen konnte. In der Rubrik ETF Neuemission des Jahres zeichnen wir, wie der Name schon sagt, ETFs aus, die neu in diesem Jahr an den Markt gekommen sind. Und einen ETF hat die Jury und die Teilnehmer unserer Online-Umfrage besonders überzeugt. Und das ist der Amundi Prime All Country World ETF. Den gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Variante. Damit kannst du weltweit in Aktien investieren, in Aktien der Industrie und Schwellenländer. Über 2000 Aktien sind in dem ETF enthalten. Der Index, den er abbildet, ist nochmal breiter diversifiziert. Aber wegen der Sampling-Methode, die kennst du ja schon, ist das reale Portfolio im ETF etwas eingeschränkter. Aber dennoch hast du eine weltweite Streuung und das ist das Besondere, zu 0,07% pro Jahr. Damit ist der ETF sehr, sehr günstig und ein wirklicher Wettbewerber zu ETFs, die zum Beispiel den FTSE All World oder den MSCI ACWI Index abbilden. Also interessant, sich den ETF mal näher anzuschauen.
Insgesamt haben die ETFs jetzt beide rund 1,8 Milliarden Euro bisher Vermögen eingesammelt. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass der ETF ja erst im Februar 2024 rausgekommen ist. Also, liebes Team von Amundi, herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ich glaube, der ETFs hat es auf jeden Fall verdient. In der Rubrik Themen-ETFs zeichnen wir ETFs aus, die in diesem Jahr besonders im Fokus der Anleger standen. Und gewonnen hat der Farnegg Defense ETF, der ja, wie der Name schon suggeriert, in Rüstungsaktien investiert. Der ETF setzt sich aus 28 Aktien zusammen, ist also wie für Themen-ETFs typisch eher konzentriert, hat in diesem Jahr oder im Verlauf des letzten Jahres eine Rendite von 59% erwirtschaften können und verwaltet rund 1,2 Milliarden Euro, ist damit auch der größte Rüstungs-ETFs, den es gibt. Zum Thema Rüstungs-ETFs habe ich ja auch schon mal hier auf dem Kanal ein Video gemacht. Wenn dich das also näher interessiert und die Gründe, warum Rüstungsaktien so attraktiv sind und dass sich dieser Trend wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren so weiter fortsetzen wird, dann solltest du dir dieses Video auch nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall mal herzlichen Glückwunsch an das Team von Farnegg zum Gewinn der Rubrik Themen-ETF des Jahres. Es gibt auch eine Rubrik, wo wir nachhaltige ETFs auszeichnen, und zwar mit der Auszeichnung Nachhaltigkeits-ETF des Jahres. Und dieses Jahr hat diesen Preis Xtrackers mit ihrem MSCI World ESG ETF gewonnen. Der ETF hat ein Fondsvolumen von 6,7 Milliarden Euro, kostet 0,2% und hat auf Sicht von einem Jahr eine Rendite von knapp 39% erwirtschaftet. Ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis, wozu wir dem Team von Xtrackers ganz herzlich gratulieren. So, und in der letzten Anlagekategorie, da zeichnen wir die ETF-Anlagelösung des Jahres aus oder auch Portfolio-ETF des Jahres. Und hier haben dieses Jahr die Produkte von iShares gewonnen, die iShares Portfolios, die es in drei Risikostufen gibt, von offensiv bis konservativ. Die ETFs kosten 0,25%. In allen drei sind insgesamt 116 Millionen Euro momentan investiert, was ehrlicherweise nicht so viel ist. Und die Rendite auf Sicht von einem Jahr lag bei 10-28%. Also du siehst, du kannst auch mit solchen Portfolio-ETFs eine ordentliche Rendite verdienen. Wir meinen, das ist auf jeden Fall ein toller Erfolg für das Team von BlackRock bzw. iShares, und da wünschen wir dem Anbieter natürlich auch herzlichen Glückwunsch. So, das war schon mit den Ergebnissen der ETP Awards 2024. Nochmal ganz herzlichen Dank an eure Unterstützung, ohne eure tatkräftigen Teilnahme an der Online-Umfrage. Und es waren ja, wie ich schon erwähnt hatte, 13.000 Teilnehmer, könnten wir die Awards so nicht vergeben. Und da wirklich nochmal ein sehr herzliches Dankeschön an euch. Ich habe auch jetzt nochmal von meinem Team eine Grafik erstellen lassen, wo ihr nochmal alle Preisträger im Überblick seht. Am besten das Video kurz stoppen und dann könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Ansonsten freut es mich, wenn wir uns demnächst hier wieder auf dem Kanal sehen. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, nächsten Sonntag habe ich nochmal einen sehr detaillierten Talk mit dem Experten von BlackRock durchgeführt. Da sind super viele spannende Insights dann enthalten. Schaut also am besten nächsten Sonntag nochmal mit rein. Am besten gleich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und natürlich auch das Video liken und die Webseite Extra ETF für eure Geldanlage mit ETFs nutzen. Und ich freue mich natürlich so oder so, wenn wir uns hier wiedersehen auf dem Kanal von Extra ETF. Bis zum nächsten Mal. Ciao.